Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wicked! Vision hat mir ein neues Paket geschickt. Und diesmal ist wahrscheinlich auch etwas Überraschendes mit drin, denn Wicked hat bei ihrem neuesten Titel nicht einfach nur auf Mediabooks oder Scannable Keepcases oder Steelbooks oder sonstige Verpackungen gesetzt, sondern auch noch ein kleines Shop-exklusives Goodie beigelegt. Und gemessen daran, wie groß bzw. auch schwer dieser Karton ist, mit 6,4 Kilo laut Posteinwaage, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das vielleicht auch tatsächlich hier drinnen versteckt. Aber es gibt natürlich nur einen sicheren Weg, um das herauszufinden, nämlich einen Blick ins riesige Paket zu werfen. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, was da auf mich wartet. Ah, so leicht macht er es nicht. Der Herr Paket. So. Ja. So. Schauen wir mal. Wir haben hier. Oh ja. Tatsächlich auch das etwas, über das ich mich immer wieder freue, diese leeren Kartons, hier in dem Fall nur Füll- und Verpackungsmaterial, für mich momentan eine sehr gute Möglichkeit, um der vielen Neuankömmlinge in der Sammlung Herr zu werden und sie quasi einmal zwischenzubunkern, weil vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass es jetzt schon wirklich lange keine neue Version von meinem Sammlungs-Overview gegeben hat, was wirklich daran liegt, dass etliche Sachen, die in den letzten Wochen und Monaten gekommen sind, wirklich noch in den Original, zum Beispiel Mystery-Paket-Kisten, zwischengelagert sind, weil ich einfach keine Regalfläche mehr habe und mir da ein bisschen was überlegen und aufstocken muss. Das wird natürlich dann auch irgendwann in der nächsten Zeit passieren, aber bis dahin werden sie sicher verwahrt, deswegen wird auch das hier sicher genützt. Die Zeitungen werde ich wahrscheinlich eher weniger nehmen, aber da ist was. Und da ist was. Und der Rest von diesem Paket ist einfach, bist du deppert, also ganz ehrlich, mit dieser Menge an Zeitungen hier drinnen im Paket, muss ich schauen, dass da nicht irgendwas vielleicht noch drinnen versteckt ist, was ich sonst übersehe. Also ich glaube, dieses Paket hätte man wirklich aus einem Flugzeug abwerfen können und da wäre dem Inhalt nichts passiert. Das ist auf jeden Fall bombensicher im wahrsten Sinne des Wortes verpackt und ich bin sehr, sehr gespannt, was dann hier drinnen auf mich wartet. Hier, beispielsweise, es ist tatsächlich drin. Ich bin so gespannt, wie das sich mit meinen grottenschlechten Bastel-Skills versteht. Aber hier ist der Aufsteller, das Pferdekopf-Element für Student Buddies, was ich persönlich für eine absolut, absolut geniale Idee hatte. So beispielsweise. Warte mal, ich bin auf jeden Fall handwerklich so talentiert, dass ich die Hälfte der Wörter, die sich da auf dem Backcover verbergen, nicht einmal verstehe. Aber eine extrem coole, absolut einzigartige Idee. Freue ich mich drauf zu entdecken, was es damit auf sich hat. Beziehungsweise jetzt dann natürlich der Blick in den Karton. So. Da wartet gleich mal
Von Rolling Vengeance, eines der Cover-Artworks ist ja ein Casaro-Motiv. Ich hätte direkt auf Casaro beziehungsweise Schotti-Motiv gedacht. Dann, was haben wir hier Interessantes? Auf der einen Seite ist hier einmal eine Menge an Neuauflagen. Das ist wahrscheinlich für genau die Leute interessant, die eben nicht auf, wenn, auf Mediabooks gehen, beziehungsweise sich eben dafür gar nicht interessieren. Da gibt es nämlich mittlerweile eine Scannable Keep Case Neuauflage von Destroyers, von Reform School Girls, hier von Das Grauen auf Black Torment, von Just Desserts, dem Making-of von Creepshow, dann von Black Friday mit Boris Karloff und Bela Lugosi, beziehungsweise Jess Francos Das Geheimnis des Dr. Z und auch eine Jungfrau in den Krallen von Frankenstein gibt es mittlerweile als Scannable Keep Case Neuauflage. Das ist eine Menge. 7 verschiedene Neuauflagen sind da angekommen, beziehungsweise gibt es einen neuen Full Moon. Ah nein, das ist ja, das ist auch eine Neuauflage, hatte ich mich verschaut. Kein neuer Full Moon Titel für die Classic Selection, sondern interessanterweise das Downgrade von der Mediabook Version Nummer 5 aus der luxuriöseren Full Moon Collection, wobei ich das in dem Fall total interessant, für mich tatsächlich überraschend, aber geil finde von Wicked, dass eben diese Downgrades und diese Scannable Keep Case Neuauflagen von den Mediabook-Versionen nicht in die Full Moon Classic Selection eingereiht werden, damit man eben als Sammler sämtlicher Nummern nicht vielleicht eben irgendwie quasi sich dazu gezwungen und genötigt fühlt, auch diese Downgrades noch einmal zu kaufen. Das finde ich eigentlich extrem fair. Und dann habe ich in dem Paket eben natürlich auch die neuen Mediabook-Titel. Auf der einen Seite Rolling Vengeance mit Don Michael Paul und Ned Beatty, auf den ich persönlich extrem gespannt bin, weil wie ich die erste Ankündigung gesehen habe von Monster Truck, habe ich mich irgendwie direkt angesprochen gefühlt und mir gedacht, ja, ich glaube, das kann und wird ein Film exakt nach meinem Geschmack sein. Und es gibt auf jeden Fall absolut großartige Cover-Artworks, 2 Originalmotive beziehungsweise ein neu gezeichnetes von Ralf Krause sind da im Paket, die wir uns dann natürlich alle 3 im Blu-ray-Check genauer anschauen. Und dann der Titel, der in diesem Fall niemanden überraschen wird, weil wir ihn ja bereits quasi angekündigt gesehen haben, das ist Student Bodies. Oder auch einer der absurdesten deutschen Filmtitel aller Zeiten, wie ich finde, nämlich Was macht der Tote auf der Wäscheleine? Da bin ich persönlich wirklich extrem gespannt drauf. Ich glaube, vor 2-3 Monaten oder so das allererste Mal was von dem Film gehört, nämlich als der in der Art of Horror Zeitschrift erwähnt wurde und habe mir gleich gedacht, ich hoffe, dass ich den irgendwann einmal zu Gesicht bekommen kann, und plötzlich hat ihn Wicked Vision angekündigt. So ein Zufall aber auch, über den ich mich natürlich extrem freue. Das hier ist eine absolut geniale Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Selbstverständlich wird es ein bisschen dauern, bis wir im Blu-ray-Check zu den Mediabooks kommen. Da möchte ich mich dann ausführlicher damit beschäftigen, aber wir können auf jeden Fall einmal relativ bald einen Blick auf die Scannable Keep Case Downgrades werfen. Da sind ja quasi die ganzen Informationen zu den Filmen und Releases bereits in den alten Blu-ray-Checks drinnen und wir brauchen nur mal einen kurzen Blick auf die neue Verpackung werfen. Das mache ich natürlich extrem gerne, freue ich mich drauf, würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch einschaltet. Aber in diesem Fall sage ich auf jeden Fall ein fettes Danke an das Team von Wicked Vision für dieses unglaublich coole Paket.